Typ alt. Joho, ihr Lieben. Herzlich willkommen auf meinem Kanal und zu einer neuen Folge Let's Play Guild Wars 2. Ach, Regia ist so traurig, dass ihr guter Freund Tybal tot ist. Aber wenigstens hat er einen schönen Tod. Einen Tod, den er sich selber gewünscht hat. Ja, und viel hat sich geändert bei Regia seit der Schlacht auf der Clowninsel. Nicht nur ihr guter Freund ist gestorben, sie ist ein gutes Stück erwachsener dadurch geworden, wie ihr hier auch an ihrem Aussehen erkennt. Denn ich habe jetzt tatsächlich einmal das Umstyling-Kit, was ich mir besorgt habe, benutzt. Und zwar dieses Mal kein Frisuren-Umstyling-Kit, nein, ich habe ein komplettes Umstyling-Kit benutzt. So, erstens habe ich hier eines der ganz, ganz neuen Gesichter verpasst, habe dabei versucht, möglichst der alten Regia treu zu bleiben. Nur das Schöne an den neuen Gesichtern ist, sie sind sehr viel detailreicher. Also, das heißt, da ist mehr Glanz auf den Gesichtern. Die Gesichter wirken nicht so matschig. Die alten Gesichter, die wirkten alle sehr, sehr matschig. Und ich habe jetzt das Gesicht versucht, genauso zu halten. Das heißt, die Augen sind auch noch die großen Augen. Die Nase ist auch noch relativ breit und der Mund auch. Und ich habe aber die Lippen sehr zurückgenommen bei diesem Gesicht, weil unsere alte Regia hatte ja eigentlich nicht besonders volle Lippen. Also ich habe versucht, dem alten Gesicht möglichst treu zu bleiben. Habe auch das mit dem Pony behalten. Habe dann die Frisur gewählt, von der ich ja schon sagte, dass ich sie besonders hübsch finde. Und habe eure Tipps, vielleicht eine türkisfarbene Haarfarbe zu verwenden, beherzigt. Deswegen sieht Regia von den Haaren her jetzt so aus. Gut, und außerdem habe ich diverse ist jetzt übertrieben, ich habe nur drei Stück. Und zwar einmal dieses imperiale Kleidungsset, dann einmal dieses verhexte Kleidungsset und einmal dieses extravagante Winterkleidungsset. Das sieht natürlich in den Farben, die ich dafür ausgesucht habe, schon irgendwie ein bisschen bonbonmäßig aus. Aber dieses imperiale Kleidungsset, das hatte es mir angetan. Das fand ich, passte jetzt sehr gut zu den Haaren. Och, Regia, jetzt musst du mal aufhören zu weinen. Ich kann es nicht mit ansehen. Hör mal auf. Komm, mach mal einen Schritt. Zeig dich mal hier ganz ordentlich, Mann. Gerne hier das Interface nochmal aus, die GUI, und dann könnt ihr euch das Ganze nochmal ein bisschen näher angucken. Ich hoffe, euch gefällt es. Mir gefällt es sehr gut. Ich habe auch mal hier die Menschen, die in meinem Haushalt leben, gefragt, was sie davon halten. Die fanden alle, dass es eine sehr gelungene Verwandlung für Regia ist. Wie gesagt, gefiel mir sehr, sehr gut. Hier der Fuchs, der passt da irgendwie jetzt auch sehr gut zu. Er wirkt auch irgendwie Regia-mäßig. Ich weiß gar nicht, wie ich es ausdrücken soll. Ist irgendwie doof formuliert, aber so ist es halt. Gut, es geht für uns weiter. Allerdings, hier Erkundung. Stoßt wieder mit den anderen Agenten des Ordens der Gerüchte zusammen und werft einen Blick in euren Posteingang. Das machen wir dann auch einmal. Nö, nicht da, sondern hier. So, und zwar, ihr entschlüsselt ein kompliziertes Muster obskurer Zeichen und lest die folgende Botschaft. Alle verfügbaren Agenten werden mit sofortiger Wirkung abberufen. Treffpunkt Agora in Löwenstein, nahe dem Ausgang der Kanalisation. Dann machen wir das mal. So, wir haben ja jetzt doch schon ein Stückchen von Löwenstein erforscht. Wir nehmen jetzt mal diese Wegmarke hier, Torknotenpunkt Platz. Das dürfte die nächste sein, die an der Agora liegt. Jetzt schauen wir mal, wie lange es dauert, Löwenstein zu laden. Also vorhin ins Spiel reinzukommen, hat schon ziemlich lange gedauert. Und ich muss sagen, eigentlich ist mein Rechner mit allen Prozessen immer recht schnell. Ich brauche gerade mal 25 Sekunden, um meinen Rechner hochzufahren. Das hier allerdings... Bin ich jetzt hier falsch gelaufen? Nö, es geht doch hier in die Mitte. Also wieso zeigst du mir denn die Pfeile wo ganz anders hin, hä? Na gut, das wäre vielleicht irgendwie eine Treppe oder so gewesen, hm? Naja, jedenfalls daran, glaube ich mal, liegt es nicht, dass es hier so lange dauert. Das liegt halt echt an ArenaNet-Servern und an, ja, dem neuen, wieder durch Spieler bevölkerte Löwenstein. Möchtet ihr eure Geschichte fortsetzen? Ja! Das dauert jetzt auch ziemlich lange. Erkundung.
Ja, ich habe ja schon mal angemerkt, dass ich Level 60 ein neues Gewinnspiel mache. Da ich in dieser Woche jetzt nochmal 4 Tage auf einer Live-Rollenspiel-Convention bin, werde ich dieses Gewinnspiel aufbauend auf die Geschehnisse auf der Klaueninsel in der nächsten Woche vorbereiten. So, und das Gewinnspiel wird dann etwa einen Monat laufen. Was ihr dann gewinnen könnt, das werde ich jetzt nicht verraten. Das werdet ihr dann auch erst in der nächsten Woche sehen. Also geduldet euch noch ein bisschen, aber es hat schon natürlich etwas mit Tybalt zu tun. So, das ist ja schön, dass es jetzt doch noch geklappt hat, hier hereinzuladen. Oh! Oh! Das ist übrigens das alte Löwenstein, ne? Also das ganz, ganz alte Löwenstein noch vor der... Oh, shit, ich wollte natürlich nicht den instanzierten Bereich verlassen. Das ist das alte Löwenstein noch vor der Vernichtung. Da vorne seht ihr die Tore... Der Löwenbrunnen, der natürlich in Löwenstein nicht fehlen kann. Die ganzen Häuser, die hier aussehen, als wären sie aus Schiffswracks gemacht, was sie natürlich halt auch sind. So. Ja. Und da unten die mystische Schmiede zur Morosheimstadt. Das sieht ja jetzt eigentlich ganz anders aus, ne? Wie witzig. Auch hier auf der Karte sieht das jetzt natürlich so aus. Sehr lustig, ja. Aber das ist schön, da haben wir ja nochmal einen richtigen Vergleich. Hilfe beim Abriegeln des Südweststrands. Agentin Rieh ist der Kommodore über die Lage im Bild. Das ist er. Die Stadt wird derzeit evakuiert, wie der Meister der Gerüchte verfügt hat. Sehr gut. Nun denn, sind wir alle vollzählig? Sind wir alle vollzählig? Ich denke schon. Ich grüße euch. Ich habe gehört, Tybalt Linkeprank sei tot. Könnt ihr das bestätigen? Ihr wäret stolz auf ihn gewesen, Präzeptor. Hätte er nicht die Stellung gehalten, wären wir nicht entkommen. Tybalt hat nie an seinen Mut geglaubt. Aber am Ende bewies er sich selbst das Gegenteil. Tybalts Mut hat uns das Leben gerettet. Und eure Führung brachte uns in Sicherheit. Ich schulde euch etwas. Wenn ich euch helfen kann, sagt es nur. Ich werde Tybalt nie vergessen, aber jetzt ruft die Pflicht. Die Löwengarde evakuiert die Bevölkerung. Die Abtei Durmand sichert den Hafen und die Wachsamen sammeln sich in Fort Mariner. Sehr gut. Wir brauchen mehr Informationen. Jeder Lichtbringer wird einen Bereich der Stadt nach Seitans Spähern absuchen. Ich übernehme den Kanalbezirk. Die Untoten werden aus dem Meer kommen. Wenn sie Späher schicken, finde ich sie dort. Gut. Wir müssen die gesamte Stadt absuchen, Lichtbringer. Achtet auf alles, was seltsam erscheint und natürlich auch auf Gefahren. Seid vorsichtig, da draußen, okay. Ja? Lissa beschütze euch. Danke. Oh, Demi. Wir kommen bald wieder. Meine nekromantischen Diener waren nie lebendig. Das sind aber eine ganze Menge Orte, die wir hier erkunden sollen. Ich sollte eigentlich den Kanalbezirk machen und das ist hier der gesamte Kanalbezirk. Ach du Scheiße. Na gut. Dann schauen wir mal, Ich würde sagen, hier ist alles okay, oder nicht? Wir müssen sie aufhalten. Keine Löwengardisten. Wo? 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 Was Wichtiges, das Geld gehört uns. Nein. Das sind Räuber. Ach so. Okay. Dann wollen wir mal hier unser Feuer gleich auspacken. Boah, hat er mich erstmal getreten. Er spinnt ja wohl. Da. Ja, ja. Mit Edel bin ich besser als mit Mesmer. Auch wenn das hier jetzt gerade auch nicht so aussieht, Mann. Sind das wieder heftige Gegner. Ja, ja, ja. So. Ich gehe trotzdem davon aus. Hätte ich auch das jetzt hier mit dem Mesmer gespielt, dann wäre ich schon längst wieder einmal gestorben. So. Wir machen einfach hier nochmal eine Feuerspur. Ja, eine Leibeigene hier wird sicherlich schnell darin sterben. So. Genau. Und nix hier mit kritischen Treffern. Hier. Und das kann ich euch alles zurückschicken. Das ist echt ganz cool. Denn in der Erdeinstimmung kann ich dann jedes Mal halt auch darauf vertrauen, dass ich mich einigermaßen wieder hoch... heilen kann. Genau, rücken wir weiter vor. Aber ganz ehrlich, das Sternchen ist doch noch da. Naja, okay, gut.
Aber Treherne hat gesprochen, Treherne hat gesagt, ist gut, dann ist auch gut. Untote! Ja! Oh mein Gott! Das werden wir schon hier hinkriegen. Unsere Eltern sind verschwunden. Oh, das ist nicht gut. Es ist schrecklich hier. Überall sind so verfaulte Leute. Sie sollen uns nicht fressen. Da schon wieder welche. Saltans Diener, ich helfe euch, Kinder. Kommen. Kein Problem. Auf der Hut. Ah, doch, es sind relativ viele wieder. Ah, müssen wir mal auf Feuer schalten hier. Und vielleicht mal ein Feuerelementar beschwören. So ist das. Was war das denn jetzt, bitte? Okay, mach mal schnell hier den Kreid Damos tot. Ja, sehr schön. Okay, und jetzt erstmal hochheilen. Bitte. Ah, gut. Es sind halt nicht zu unterschätzende Gegner. Und ich habe sie unterschätzt. So einfach ist die Geschichte. Okay. Ich glaube, das haben wir auch hier. Alles klar, Kinder. Geht's euch gut? Charlo? Amber? Praxt? Alles gut? Ich glaube schon, ne? Na gut, dann gehen wir mal weiter hier. Dann schauen wir mal hier weiter. Oh, da. Oh, hier. Die Kanäle gekommen sein und sie überrumpelt haben. Ja, woher sonst? Anscheinend sind die Auferstandenen alle irgendwie durchs Wasser gekommen, ne? Ich meine, Ohr ist ja auch eine Insel gewesen, die im Meer versunken ist und dann wieder aus dem Meer herausgehoben wurde. Also, wie anders als über das Wasser mögen die wohl gekommen sein? Autsch. Auferstandener Kreid Nimros. Ich werde dir helfen hier. Ein weiteres Gebiet von Gefahren gesäubert. Walter? Ich trau dir nicht. Du bist ein Char. Mama sagt, trau ihm, trau ihm. Er hat Muskeln. Vielen Dank. Von hier aus schaffen wir es alleine. Ja, okay, Kinder. Mach's gut. Viel Spaß. So, das ist das Letzte. Oh, da können wir hier von hier unten schon so einiges... Nein, scheiße, die sind unverwundbar. Die stehen aber hier alle ein bisschen unklug. Kann das sein? Jetzt gibt's hier ordentlich Schaden. So. Ich packe hier auch nochmal den aus. Ich blocke es. Scheiße. Och, nö. Wieso denn das? Hoppala, ausgewichen. So geht das nicht, mein Freund. Oh. Ich kann noch nicht wieder dodgen. Was kommen die denn jetzt hier alle runter? Ah, toll. Au, 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 au. Und ich habe auch kein Feuerelemental mehr, ne? Na gut, na gut. So, ja, ja, nicht mehr. Hier, die blöden Raupen, die sind ja zäckig. Die finde ich echt unangenehm. Ich werde gleich wieder umkippen, kann das sein? Na, nicht so bald, hm? Gerade im allerletzten Moment meine Magnetaura gezündet. Okay, ich glaube, wir haben alle Gebiete. Ja. Eisbogen nehme ich mal mit. So, das haben wir doch. Wo fehlt denn was? Verdammt, ach, ich habe es doch gewusst. Da in der Bank fehlt noch was. Wahrscheinlich hätten wir noch einmal um den Tresor drumherum gehen müssen oder so. Gut. Also, auf ein neues in die Bank von Löwenstein, die mir übrigens auch gefallen hat. So wie sie ist. Okay, irgendwo ist doch hier noch einer, oder? Tatsache, hier ein so ein kleiner, blöder, auferstandener Leibeigener. Und der war jetzt hier das Problem. Einfrieren und sterben. Das ist dein Auftrag, und zwar jetzt. Die Kanäle sind sicher. Wir sollten zu den Präzeptoren zurückkehren. Okay. Dann machen wir das, Johann. Dann machen wir das. Für Tybalt! Ach, shit. Nicht weit genug gesprungen. Eigentlich kann man das. Auch ohne Speed. Da sind sie ja alle. Das ging ja schnell.
Wir haben in der Stadt Kreaturen entdeckt, aber Traherne und ich haben sie erledigt, bevor sie viel ausrichten konnten. Das war gute Arbeit. Die anderen Agenten sind noch nicht ganz fertig. Aber ich vermute, ihnen ist es genauso ergangen. Präzeptor, Zeit, sich der Wirklichkeit zu stellen. Der Orden der Gerüchte kann Saitan nicht allein aufhalten. Wir müssen unsere Verbindungen nutzen. Sehe ich ebenso. Präzeptor Dawn, ich weiß, ihr habt Einfluss auf viele talentierte Personen. Ich schlage vor, ihr nutzt ihn. Ben Zehnstreich, er weigerte sich, meinem Vater zu sagen, wo ich bin. Also hat das Ministerium ihn ins Gefängnis geworfen. Er wird uns helfen, wenn er noch lebt. Ich habe eine Alternative, Präzeptor. Wir beherbergen derzeit einen asurischen Wissenschaftler namens Gore. Seine Erfindungen wären nützlich. Beides sind tadellose Pläne. Ich möchte, dass ihr eine der beiden Personen für uns gewinnt. Welche ist eure Sache? Egal, wie ihr entscheidet, ich bin dabei. Ihr braucht Hilfe und ich bin es Tybalt schuldig. Lichtbringerin, wir zählen alle auf euch. Ich bin es Tybalt auch schuldig. Oh, sie haben sich alle vor mir verbeugt. Oh, wow. Ja, liebe Agentin Batanga, ich muss dir ganz ehrlich sagen, dieser Wissenschaftler ist bei euch absolut in Sicherheit. Dessen Hilfe ist uns doch eigentlich schon gewiss. Aber Ben Zehnstreich, der gefangen gehalten wird, das wäre eine zusätzliche Hilfe. Deswegen würde ich sagen, wir holen Ben Zehnstreich. Ich kann euch eine Karte der Stadt geben, auf der Bens Gefängnis verzeichnet ist, sowie einige Passwörter der Soldaten. Begebt euch dorthin und holt ihn raus. Gibt es sonst noch was ich wissen wollte? Letzte Sache noch. Geht nicht durch die Bietetun-Portale. Sucht stattdessen eine Öffnung in den Bewässerungsrohren und folgt ihnen zur Westseite. Okay. Ich bin so froh, dass ihr Ben helft. Er fehlt mir. Er wird sich so freuen. Ja, hoffentlich wird er dem Orden beitreten. Wir kommen hier erst mal klar. Im Moment. Okay. Schön, was hast du denn noch? Danke, dass ihr euch die Zeit genommen habt, mit mir zu sprechen, Regga. Dafür bin ich dankbar. Ich sollte für euch für eure Unterstützung auf der Clowninsel danken. Naja, sollte ich das? Ich wünschte, ich hätte mehr tun können. Was für eine Farce. Lasst mich mitkommen und meine Hilfe anbieten. Wir werden sie rächen und die Stadt retten. Das schafft ihr nicht alleine. Ich helfe euch. Ja, ist ja gut. Ich hab's doch von vorher verstanden. So, was haben wir denn hier? Oh, eine gelbe Waffe. Oh, einen gelben Stab. Den nehmen wir. Kraft, Vita, Wildheit. Meins. Statistisch gesehen ist das sehr selten. Ja, erstens haben wir jetzt den Skin freigeschaltet. Zweitens sind wir eine Stufe aufgestiegen und haben schon wieder eine nicht identifizierte Farbe bekommen. Sehr, sehr schön. Okay. So, Merkürischer harter Stab. Nehmen. Der sieht zwar optisch nicht so schön aus, aber naja. Und die nicht identifizierte Farbe ist Minzgrün. Und das habe ich noch nicht. Wow, das kommt nicht mehr so oft vor, aber es kommt vor. So, Materialien können wir lagern, den können wir vielleicht auseinandernehmen. Wo habe ich denn mein Wiederverwendungskit? Da. Dorthin. Zap. Material lagern und das geringe Siegel der Hydromantie. Das können wir dann ja halt ausrüsten, ne? Gucken wir nochmal bei Ausrüstung. Und dann packen wir... Segensdauer? Nee. Wir packen das da drauf. Bräuchten eigentlich noch was Zweites, ne? Wir haben ja noch einen zweiten Aufwertungsplatz. Ja, okay, gut. Ich verlasse aber erstmal die Inni, weil bevor es in der nächsten Folge dann weitergeht mit der Befreiung von Ben Zehnstreich, möchte ich mit euch jetzt gleich nochmal eben ein paar Schwarzlöwentruhen öffnen. Denn ich habe dadurch, dass Regga hier die Schlacht auf der Clowninsel gespielt hat und dadurch, dass ich die Mesmerin bis dorthin hochziehen musste, wie gesagt, die habe ich ganz neu erstellt, habe ich jetzt insgesamt 4 Schwarzlöwentruhenschlüssel bekommen. Ja, jetzt sieht's hier ganz anders aus. Na, so ganz im direkten Vergleich. Ich meine, gut, das war natürlich gerade sehr, sehr düster in der persönlichen Geschichte, aber so im direkten Vergleich. Was gefällt euch besser? Hand aufs Herz? Ich kann es mittlerweile nicht mehr sagen. Ich kann es einfach nicht übers Herz bringen, beides miteinander zu vergleichen. So, aber ich glaube, die Bank ist doch da vorne im Kraken.
Hätten wir jetzt eigentlich auch ein bisschen schneller hinreisen können, allerdings scheue ich immer die Ladescreens in Löwenstein. Das muss nicht sein, das muss nicht sein. So. Okay. Ich hoffe, dass ich jetzt übrigens überhaupt so viele Schwarzlöwentruhen habe. Es kann nämlich sein, dass ich die auf irgendeinen anderen Charakter umgelegt habe, umgeräumt habe. Schauen wir mal. Wie viel haben wir denn hier? 5. Ich habe perfekt. Hier alles, was ihr braucht. Perfekt, das ist doch super. So, ich habe nämlich hier dann 4. Ich habe viel mehr Schwarzlöwentruhen noch, aber die habe ich halt auf einem anderen Charakter. So. Okay, dann machen wir mal auf. Schwarzlöwentruhe Nummer 1. Da, öffnen. Wow, 2 Schnipsel, das ist schön. So, weiter geht's. Noch ein Schnipsel. Festverstärker und dieses Verstärkungspulver. Transmutationsladung. Und der letzte. Miniaturspielzeug-Ei. Dieses Ei enthält ein zufälliges Mini aus Set 1, 2 oder 3. Minis sind kleine Modelle beliebiger, bla bla bla. Ja, ist ja klar. Das ist aber schön. Da kriegen wir einen. Diese Gegenstände befinden sich in meinem Inventar. Sehr schön. Machen wir das einfach zu. Die können wir noch alles nicht öffnen. 3 Schnipsel können wir wieder einlagern. Das freut mich ganz besonders. Ich habe erst vor kurzem wieder Schnipsel zu einem Ticket zusammengeschmolzen. So, wo sind die denn? Ach, die sind weiter hier oben. So. Schwupps, 6 Stück haben wir schon wieder. Das ist richtig cool. So, die können wir hier einlagern. Den Geschwindigkeitsverstärker können wir hier hinpacken. Den Stärkeverstärker. Es ist nicht sehr aufgeräumt. Das liegt jetzt daran, dass ich eben einen neuen Charakter hochgezogen habe und Platz machen musste. So, die Transmutationsladung. Ach nee, die muss ich gleich einfach doppelklicken. Die Festverstärker kann ich aber aufeinander packen. Und das Zeug kann ich auch noch aufeinander packen. Jetzt habe ich da schon so viele von. Aha. Naja, gut. So, und das Mini-Ei, da gucken wir jetzt gleich auch nochmal rein. So, schwupp und schwupp. Und das Mini-Ei. Drückt mal die Daumen. Und go. Was haben wir? Mini-Friedensstifter Stoßtruppler. Na, den gucken wir uns jetzt gleich mal an. Der Account Garderobe hinzufügen. Da ist er. Dann schauen wir doch mal, was wir hier jetzt für ein Mini haben. Miniaturen, da ist er schon. Ah, okay. In meiner Größe ist es quasi sowas wie, also Friedensstifter sind schon mal gut. Farblich passt er gerade auch zu mir. Sieht gerade ein bisschen aus wie eine Spielzeugpuppe, oder? Ich gehe mal einen Schritt, vielleicht ins Licht. Dann gucken wir doch nochmal. Hier ist es doch schön hell in der Mitte. Komm, Friedensstiftler, Stoßtrupp. Ach du Scheiße, hier läuft mit seinem Schwert überm Arm. Okay, es ist eine kriegerische kleine Miniatur. Oh, nicht schlecht. Er sieht aus wie mein Buddy. Okay. Nee, da gefällt mir aber mein Polarfuchs besser. So. Polarfüchslein, du hast jetzt die ganze Geschichte mit mir und dem Tybalt hier zusammen erlebt. Du bleibst jetzt erstmal an meiner Seite. Schon aus nostalgischen Gründen. Da ist er. Da vorne steht er. Gut. Ja, ihr Lieben, wir machen morgen weiter, wie gesagt, mit der Befreiung von Benzinstreich. Und ich wünsche euch bis dahin noch einen schönen Tag. Macht's gut.